Erste Kreisklasse, 12. Spieltag und was für eine Partie. Inter Leipzig, die zweite Mannschaft, spielt gegen SV Leipzig Tekla. Im Hinspiel gewann Tekla mit diesen mega coolen Fans mit 2:1. Doch Top-Torschütze Philipp Seidel ist heute nicht dabei. Tekla will natürlich im Zweikampf mit Schleusig oben dran bleiben. Doch die erste Chance gehört den Gastgebern. Luwumba Oliveira mit dem Kopf. Doch Philipp Zocher hält seinen Kasten souverän sauber. Und wieder, immer wieder Luwumba Oliveira. Er sieht Stanley Guzman. Und auch er scheitert an Philipp Zocher. Was für Platzverhältnisse und was für ein kurioser Einstand von Tekla! 1-0, was war das denn bitte für ein Einwurf? Und Justin Hauschild und Steffen Schlegel dann im Kopfballduell. Und Inter-Torwart Felix Einenkel sieht da alles andere als souverän aus. Und Marcel Berger kann zu seinem ersten Saisontreffer abstauben. Apropos Berger, er hat anscheinend Blut geleckt. Einenkel wieder unsicher und Hauschild im Nachsetzen unglücklich. Ja, Felix Einenkel hat heute nicht seinen besten Tag. Inter immer wieder mit Nadelstichen. Insgesamt die spielerisch reifere Mannschaft, die bessere Mannschaft. Und dann einfach mal mit dem Glück des Tüchtigen. Nico Lemke, 6. Saisontreffer für den 23-Jährigen. Ein toller Schuss. Und hier ist Philipp Zocher chancenlos zum Ende der ersten Halbzeit. Der flinke Franzose, er hat ja schon 7 Tore in 14 Oberliga-Begegnungen für die erste Mannschaft. Schöner Pass, doch Fabian Heckels, Schuss kann Zocher. Und Dominik Klaus hier toll klären, klar vor der Linie. Das Mittelfeld gehört in Hälfte 2 nur den Inter-Jungs. Schön gespielt und da ist Petrizzi. Und Petrizzi wird von Max Lübbers umgegrätscht. Und es gibt die Verwarnung und den Elfmeter. Schwer zu sehen, aber Dominik Klaus kann nicht aufhören zu mosern und fliegt deshalb mit glattrot vom Platz. Und der flinke Franzose. Chomba Luwumba Oliveira, ein Name wie eine Tanzdisziplin, macht das völlig überlegt, guckt sich den Torhüter aus und Sie haben auch gesehen, wie der Ball gehoppelt ist, oder? Cooler Platz. In Unterzahl will Tekla es natürlich nochmal wissen. Heckel hier, gelbe Karte, kurz vor Schluss. Wir sind in den Endzügen des Spiels. Kapitän Christopher Metze. Mit dem Freistoß. Einenkel wieder unsicher und Ronny Urban staubt ab und geht zum Tänzchen mit der Eckfahne. Pech für Felix Einenkel und Pech für Inter, dass er heute nicht seinen besten Tag hat und auch die letzte Chance verpufft. Dieser Sieg wird gefeiert von Tekla wie ein Unentschieden. Völlig zu Recht. Tobias Stettler hat sich bei den Trainern beider Mannschaften umgehört. Also ich fand, wir haben wieder über große Teile des Spiels einfach viel mehr Ballbesitz gehabt. Viele Chancen gehabt, die wir leider wieder nicht reingemacht haben. Dann hat Tekla natürlich wieder 2 Chancen, diese reinmachen. Ist natürlich effizient. Für uns natürlich umso ärgerlicher, weil wir uns so ein bisschen für das Hinspiel revanchieren wollten, weil wir da auch klar die bessere Mannschaft waren und da auch leider die Punkte schon liegen lassen haben. Und umso bitterer ist es, dass wir uns heute auch nicht benotet haben. Ja, wie habe ich es gesehen? Es waren 2 Mannschaften auf dem Platz, die eine spielerisch sehr stark, das waren die Gäste. Und wir haben eben mit viel Kampf und mit viel Arbeit, haben wir dann glücklicherweise noch einen Punkt geholt. Ja, und Schiedsrichter Christian Schäfers und Ronny Urban, die werden noch richtig gute Freunde gehen, wahrscheinlich auch noch ein Bier trinken. Tekla erstmal nicht mehr Erster, Schleusig hat sie überholt, hat nächste Woche aber spielfrei und Inter spielt kommende Woche gegen Leipzig Ost. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.